Wir wollen unseren Gottesdienst zum neuen Jahr miteinander begehen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern, liebe Brüder, 2020, was für ein Jahr legen wir in dieser Nacht von Silvester auf Neujahr zurück, und 2021, was für ein Jahr beginnen wir? Wenn Menschen in diesen Tagen das Jahr 2020 beschreiben, dann sagen sie natürlich Corona-Jahr. Dahinter stehen aber wir Menschen, die in diesem Jahr herausgefordert waren, die sich den Aufgaben, den Ängsten, Sorgen dieses Jahres 2020 gestellt haben, die es angenommen haben, getragen haben und die diesem Jahr auch ein Gesicht gegeben haben. Wir wollen heute in diesem Gottesdienst das alte Jahr in Gottes Hände legen, so wie es war, und mit viel Hoffnung und in seinem Namen in das neue Jahr gehen. Im Kyrie wollen wir ihn um seine Liebe und seine Begleitung bitten. Viele Hoffnungen und Wünsche, Ängste und Sorgen begleiten uns vom Alten in das neue Jahr. Wir wünschen einander Glück und Segen. Wir wissen, dass das Gelingen des neuen Jahres nicht nur in unserer Hand liegt. Wir sind aufeinander angewiesen, vor allem aber angewiesen auf Gott. Er ist zuverlässig und treu. Er ist derselbe gestern, heute und morgen. Zu ihm rufen wir. Herr, wir legen dieses Jahr und das, was in der Welt geschah, zurück in deine Hände. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, du kennst die glücklichen und die frohen Stunden, das Leid, das uns traf. Du weißt um unsere Zwietracht, die Zeichen der Versöhnung, die Tränen und das Lachen. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, lass uns voll Zuversicht auf das neue Jahr zugehen. Sei du unser Wegbegleiter. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, durch die Geburt deines Sohnes aus Maria hast du der Menschheit das ewige Heil geschenkt, einen guten Anfang für unsere Wege. Lass uns auch im neuen Jahr immer und überall die Fürbitte der Gottesmutter erfahren, die uns den Urheber des Lebens geboren hat, ihn, Jesus Christus, der mit dir lebt in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Numeri. Der Herr sprach zu Mose: Sag zu Aaron und seinen Söhnen: So sollt ihr die Israeliten segnen. Sprecht zu ihnen: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen.
und ich werde sie segnen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit eilten die Hirten nach Bethlehem und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten. Denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. Als 8 Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, noch ehe das Kind im Schoß seiner Mutter empfangen wurde. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, oh wie lacht, lieb aus deinem göttlichen Mund, dann schlägt Liebe Schwestern, liebe Brüder, in einem satirischen Text hat in diesen Tagen jemand versucht, dieses Jahr 2020 zu deuten und hat folgende Zeilen geschrieben. Verehrte Historiker, hiermit fordere ich Sie auf, das ablaufende Jahr 2020 komplett aus der Geschichte zu streichen. Sie sollten es in keiner Ihrer historischen Analysen, Berücksichtigungen oder bewusst es übergehen und dafür sorgen, dass es gar nicht erwähnt wird. Denn das Jahr 2020 ist es einfach nicht wert, in die Geschichtsbücher einzugehen. Die Corona-Pandemie hat das ablaufende Jahr zu einem Nichtjahr gemacht, an das sich in Zukunft
niemand mehr erinnern will. Ein satirischer Text, wie umgehen mit diesem Jahr 2020? Oder in einer anderen Karikatur, die mir in diesen Tagen geschickt wurde, wird ein Abendgebet dargestellt. Ein Mensch kniet zum Abendgebet seinen Computer vor sich und sagt dann zu Gott: Lieber Gott, kannst du bitte 2020 löschen und neu installieren? Es hat einen Virus. Amen. Wohin mit diesem Jahr 2020 und wohin mit den Erfahrungen, die jeder und jede von uns damit gemacht hat? Ich habe einmal herausgeholt aus meinen Papieren, wie ich das letzte Jahr beschlossen und wie ich das neue Jahr 2020 begonnen habe. Ich habe damals in meiner Predigt ein Wort der Schriftstellerin Luise Rinser zitiert, die gesagt hat, sie kennt ein gutes Hilfsmittel, auf einen Weg zu gehen, der unbekannt vor uns liegt. Und sie hat geschrieben, und so habe ich sie zitiert, es ist im Grunde dasselbe, das ein Kind anwendet, wenn man es in den dunklen Keller schickt. Es singt laut. Damit zeigt es dem Unbekannten, dass es ihm etwas entgegenzusetzen hat, den Mut. Und Mut ist eine Form des Vertrauens. Laut singen, das habe ich mir vor einem Jahr vorgenommen, und nicht einmal das war in diesem Jahr, im größten Teil dieses Jahres, möglich, laut in den Gottesdiensten zu singen, so wie wir das gewohnt waren und so wie wir das immer wieder auch gerne getan haben. Vieles sollte gut werden in diesem Jahr 2020, aber jetzt stehen wir am Ende und denken an den Lockdown, an den Stresstest, den viele Menschen erleben und erleiden mussten. Wir schauen in unsere eigene Kirche und sehen den großen Vertrauensverlust, den unsere Kirche erlebt, den Realitätsverlust und auch einen Weg, von dem gar nicht zu beschreiben ist, wohin der Weg der Kirche führt. Für mich ist ein Lied über diese Weihnachtstage ganz besonders noch einmal wichtig geworden, das alle zu Weihnachten gerne hören und auch vielleicht zu Hause auch jeder für sich gesungen hat. O du Fröhliche, o du Selige. Denn da heißt es in der einen Strophe, Welt ging verloren. Wie war ausgedrückt in diesem Lied? Manches ist verloren gegangen in diesem Jahr. Aber dann heißt es weiter in diesem Lied, Christ ist geboren. In alle Verlorenheit des Lebens ist an Weihnachten Jesus hereingekommen und sagt uns damit, da, wo du lebst, da bin ich. Da, wo du deine Wege gehst in Ängsten und in Vertrauen, da bin ich, da ist dein Gott bei dir auf deinen Wegen. Und er verspricht dir, auch dabei zu sein auf dem Weg durch das Jahr 2021. Viele Menschen werden in diesen Tagen gefragt, was sie sich für 2021 wünschen. Viele Kinder schreiben auf die Hoffnungssterne in unseren Kirchen: Ich wünsche mir, dass Corona zu Ende geht. Ich wünsche mir, dass meine Oma und mein Opa gesund bleiben. Ganz oft wird dieser Wunsch auch von Kindern, wahrscheinlich auch von Erwachsenen geschrieben. Wir wünschen uns eine neue Nähe, die wir in diesem Jahr nicht zeigen durften. Wir wünschen uns noch mehr an Nähe von Menschen, an Berührung, auf die wir so oft auch verzichten mussten. Und wir wünschen, dass Mut und Vertrauen in diesem Jahr 2021 wachsen und groß werden.
Und das vertraue ich dem an, der an Weihnachten in diese Welt gekommen ist, in alle Verlorenheit dieser Welt, an Jesus Christus. Jemand hat zu Weihnachten gesagt, Ehre sei Gott in der Höhe, aber Ehre sei Gott auch in der Tiefe des menschlichen Lebens auf unseren Wegen. Ich wünsche uns für den Weg durch dieses Jahr 2021, dass wir einen langen Atem haben, Langmut haben und dass wir eine große Motivation in uns tragen, manche Durststrecke auch gut bestehen zu können. Und dass wir spüren, dieser Gott ist in diese verlorene Welt gekommen. Welt ging verloren, aber Christ ist geboren. Amen. Die Hirten lassen sich von der himmlischen Botschaft anrühren und zum Kind hin bewegen. Wie die Hirten und Maria lassen wir uns auf den Zuruf, fürchtet euch nicht ein, damit auch in uns wirksam wird, dass Gott als Mensch unter Menschen lebt. Darum beten wir. Für die Menschen, die uns im vergangenen Jahr begegnet sind und die uns Gutes getan haben, für alle, die mit Sorge oder Angst in das neue Jahr gehen, deren Familien von Krankheit, Tod oder Existenzverlust bedroht sind. Guter Gott, stärke du ihre Hoffnung. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die mit ihren Entscheidungen Gesellschaft und Kirche in eine gute und gerechte Zukunft führen, weltweit und hier bei uns. Für alle, die sich aktiv für Frieden und menschenwürdige Lebensbedingungen überall auf der Welt einsetzen. Guter Gott, stärke du ihre Hoffnung. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Menschen, die auch in diesen Tagen auf der Flucht sind. Für Retterinnen und Retter auf dem Mittelmeer und im Atlantik. Und für die vielen, die in bitterer Kälte ohne ausreichend Nahrung, Decken und medizinische Hilfe in den Flüchtlingslagern dieser Welt festsitzen und eine sichere Bleibe verwehrt wird. Guter Gott, stärke du ihre Hoffnung. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, wir danken dir für Sicherheit und Frieden, die wir erleben dürfen. Lass uns wach bleiben für die Nöte und Sorgen unserer Mitmenschen, damit wir unsere Verantwortung für sie und für deine Schöpfung wahrnehmen. Mit den Menschen und der Schöpfung loben wir dich heute, im kommenden Jahr und alle Zeit bis in Ewigkeit. Amen. Barmherziger Gott, du schenkst uns diese Zeit,
du führst sie zum Ziel. Wir danken dir für den Anfang des Heiles, das du uns in der Geburt deines Sohnes geschenkt hast. Darum bitten wir dich, bleibe bei uns durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ist heilig, Gott, durch deinen Sohn, unseren Herrn, Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du unser Leben. Bis ans Ende der Zeiten rufst du dir Menschen, damit deinem Namen das Lob gebracht wird, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang. So sind auch wir zu Beginn eines neuen Jahres hier und bitten dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut unseres Herrn. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er beim Mahl das Brot und dankte dir, Gott, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Dann nahm Jesus auch den Kelch, dankte wieder, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Eine Woche nach seiner Geburt bekommt das Kind von Bethlehem seinen Namen. Er heißt Jesus. Gott hilft, Gott schenkt uns Rettung. In diesem Vertrauen wollen wir miteinander im Vater unser zu Gott beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und der Friede unseres Herrn sei allezeit mit euch und mit deinem Geiste. So seht in unserer Mitte und auf unserem Weg
Jesus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele der Leib Christi. Have yourself a merry little Christmas. Let your hearts be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, du bist da auf all unseren Wegen. Auf dich dürfen wir vertrauen. Bleibe bei uns mit deinem Schutz und deiner Nähe. Gib uns, was wir für unser vergängliches Leben brauchen, und erfülle du unsere Herzen mit deinem Segen. Durch Christus, unsern Bruder und Herrn. Amen. Guter Gott, ein neues Jahr liegt vor uns. Wir wissen nicht, was es bringt. Wir wissen aber, dass du es mit uns gehst. Jeden Monat des Jahres wollen wir dir anvertrauen und darum bitten, dass wir diese in deinem Licht gehen können. Gesegnet sei dein zurückliegendes Jahr mit all dem, was du darin gelebt, geliebt und durchlitten hast. Gesegnet sei dein neues Jahr, gesegnet die Wege, die du beschreitest, die Menschen, denen du begegnest, die Arbeit, die du tust, die freie Zeit, an der du dich erfreust. Gesegnet seist du mit allem, was dich ausmacht. Gesegnet seist du durch die Gegenwart Gottes, der dich liebend hält und trägt. Gesegnet seien alle Menschen, die auch dir den Segen spenden. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit. Und so segne uns auf unseren Wegen in dieses neue Jahr hinein, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.